Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner. Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, was wäre denn ja, die Welt ohne Fußball? Also Fußball ist ja gigantisch, alle lieben wir Fußball, sogar die Damen und so weiter. Ja, aber es braucht natürlich auch, um das richtig zu machen, braucht es also Spielerberater. Und heute ist ein Herr bei mir, ein wirklich seriöser Spielerberater. Sein Name ist Berthold Nickel. Ja, jetzt reden wir mal über das Thema Spielerberater. Was muss man sich da alles drunter vorstellen? Mei, drunter vorstellen kann man sich da eine ganze Menge. Und wenn man in der Zeitung liest, wie Spielerberater wahrgenommen werden, dann geht natürlich das Spektrum von einem ganz, ganz unseriösen, komischen Typen, der im Hinterzimmer irgendwelche Verträge verschiebt, ja, bis hin zum seriösen Geschäftsmann, der einfach Spieler und Vereine zusammenbringt, diesen Wechsel organisiert und die vertraglichen Konstellationen so schafft, dass für alle Beteiligten Rechtssicherheit herrscht und ein gutes Arbeitsverhältnis möglich ist. Nun ist ja Ihr Unternehmen, Profiprofil, ist ja wirklich fast anders. ein wirklich gutes Unternehmen. Ihr habt tolle Spieler unter Vertrag. Man kann ruhig sagen, also zum Beispiel Manuel Neuer ist bei euch unter Vertrag. Aber ihr habt natürlich auch viel Nachwuchsspielertalente unter Vertrag. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie findet man denn so Talente? Also Talente zu finden, wäre natürlich erstmal die Aufgabe von der Scouting-Abteilung. Das habt ihr ja auch, oder? Das haben wir auch. Ja. Am Ende des Tages arbeiten wir fast ausschließlich auf Empfehlung. Das heißt, dass uns Spieler empfohlen werden aus unseren Netzwerken, wo man sich kennt oder wo auch Spieler andere Spielern den Tipp geben, sagen, geh doch dahin, da ist mir gut gegangen und da wird es dir wahrscheinlich dann auch gut gehen. Und wo wir einfach auch in der Marktbeobachtung mit der Zeit ein Gefühl kriegen, da könnte sich ein Spieler rauskristallisieren, für den es einen guten Weg geben kann. Jetzt kann man ja sagen, der Erfinder, der Fußballspielerberater war ja Robert Schwan. Der natürlich den Franz Beckenbauer, also ich kenne ihn ganz gut, und auch ihr habt den Robert Schwan auch gekannt, der hat einfach gesehen, das ist irgendwie so ein Goldjunge, also so, der passt also quasi für jede Mama, wäre das Freund oder Schwiegermutter, was auch immer. Also der hat den Beckenbauer wirklich geformt, hat ihn also wirklich unterstützt, hat sich in seit der Zeit irgendwas verändert? Ihr macht ja auch ähnliche Dinge. Also da kommt jetzt, wenn ich es mal so beschreiben darf, stellen wir uns so vor, da kommt jetzt irgendwie ein Elternpaar und sagt, mei, sie, Herr Nickel, mein Bub, der ist so super, der spielt jetzt bei Phoenix und der hat jetzt in einer Saison hat der 32 Tore geschossen. Den müssen Sie unbedingt mal kennenlernen. Sowas passiert ja, oder? Sowas passiert regelmäßig. Ja? Der erste Unterschied zum Robert Schwan ist, dass es den Robert Schwan damals gab und sonst gar niemand. Ja. Und dass inzwischen das ein sehr, sehr differenziertes Geschäftsfeld ist, wo sich ganz viele verschiedene Professionen tummeln. Das sind die Rechtsanwälte, das sind Ex-Profis, die das gerne machen. Ärzte. Ja, Ärzte vermitteln jetzt noch nicht, aber, ja, aber ich meine, drucken der ins A. Und die Frage, die sich auch unsere Branche stellen lassen muss, ist, wofür stehen wir und wofür sind wir da? Für den Vermittlungsteil, für den Betreuungsteil, was Sie jetzt auch Formen und Entwickeln nennen. Und dann gibt es ja auch noch eine Zeit nach der Karriere. Neudeutsch Post-Career-Management, ja, wo man einfach sagt, was mache ich jetzt, wenn ich mit 32 im Optimalfall viel Geld, im Normalfall wenig Geld habe. Keine Altersvorsorge habe zum Beispiel. Und nichts kann außer Fußball spielen. Ja. Ja. Wie geht das? Und wenn Sie sagen, dieser Junge von Phoenix, der 32 Tore geschossen hat, dann hat er schon mal was gemacht, weil ich glaube, das ganz entscheidend ist für einen Fußballspieler. Er hat nämlich Einfluss aufs Spiel genommen. Und worauf wir sehr achten, ist, dass wir mit Spielern arbeiten,
die von Beginn an sichtbar Impact aufs Spiel haben. Mhm. Weil Formen, wir können begleiten, Fußball spielen. Muss man selber. Und am Ende des Tages sind unsere Kunden nicht nur unsere Spieler, sondern auch die Clubs, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn die von mir einen Spieler haben wollen, wollen die damit Erfolg kaufen. Mhm. Und deswegen ist in der Spielerauswahl extrem wichtig, dass der Spieler einen Impact, einen Einfluss, einen positiven Einfluss aufs Spiel hat. Und Herr Nickel, ich meine, im Fußball zählt ja im Grunde, gerade im Profibereich, zählt im Grunde nur eines, die Tabelle, Tabellenstand. Und natürlich, Tore fallen im 16-Meter-Raum. Also von der Mittellinie schießt man sehr selten Tore. Also auch dieses Erfolgsbewusste, dass man einfach sagt, ich gehe raus, ich will einfach, ich habe drei Punkte im Kopf. Jetzt, wenn man sich Ihre Vita mal anschaut, Sie haben eine beeindruckende Vita, Sie haben Erziehungswissenschaft, Sie haben Philosophie studiert, Sie sind ein Menschenkenner. Ja? Jetzt schauen wir mal, gehen wir mal so ein bisschen tiefer rein in den ganzen Fußball-Profisport. Man sieht heute sehr viele Spieler aus der ganzen Welt. Brasilianer, Japaner, Koreaner. Jetzt, sagen wir mal, im Winter, die haben noch nie wahrscheinlich Schnee gesehen, also die Japaner schon, aber sagen wir mal, in manchen, also in Brasilien eher nicht. Jetzt plötzlich müssen die in kurzen Hosen da raus. Da braucht ihr ja auch irgendwie jemand, der sie aufbaut, der sie vorbereitet, der sie darauf, oder es ringt wie Schusterbuben und Barz, oder ja, das müssen die ja alles, sagen wir mal, von jemand dann bekommen, der sagt, jetzt musst du trotzdem raus, du musst trotzdem den Siegeswillen in dir weitertragen. Ich glaube, das Entscheidende ist da der Club an allererster Stelle, weil am Ende ist ein Club eine Firma, die für ihre Mitarbeiter verantwortlich ist. Ja. Und wenn ich als Club Brasilianer hole, gibt ja so in der Bundesliga-Geschichte ein paar Clubs, die das auch als wirkliche Expertise für sich entwickelt haben. Damals Kalmund mit Leverkusen, hat da auch eine eigene Abteilung dafür gehabt, die da auch daran gearbeitet haben. Wir als Berater können da unterstützen. Wir können multiprofessionell Menschen zusammenbringen, die denen helfen können. Aber das Wichtige ist, dem Spieler von vornherein zu sagen, dass es in München schneit. Katastrophal wären solche Situationen, wenn die Spieler nicht vernünftig aufgeklärt sind. Nicht jeder Spieler ist Physik-Nobelpreisträger und ist auch nicht unbedingt welterfahren und polyglott. Und wenn man dann den Jungen mit 17 aus einer brasilianischen Akademie holt, heißt es ja nicht, dass der weiß, worauf er sich einlässt. Und ich glaube, erfahrungsgemäß funktionieren die Dinge gut, wo die Menschen vernünftig vorbereitet werden. Aber beschreiben Sie das mal. Also das ist ja Ihr Job. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, Brasilianer, bleiben wir mal dabei, plötzlich sind die hier und kriegen Heimweh. Ja. Ja, die kriegen Heimweh. Und dann, wenn du Heimweh hast, dann hast du nicht den Kopf am Fußballfeld. Ja? Beschreiben Sie mal, wie machen Sie das? Unterm Strich ist es viel wichtiger, das zu verhindern. Ja. Also das ist gar nicht die so weit Situation, kommt. Dass es so weit kommt, jeder Mensch hat mal ein bisschen Heimweh, aber wenn das zur Krise wird oder zu einem Kollaps führt, wenn wir jetzt an Breno oder so denken, als einen der Transfers, die halt gar nicht funktioniert haben. Obwohl er ein super Fußballer war. Ein überragender Fußballer, aber der war halt ein überragender Fußballer in Brasilien. Ja. Und ich glaube, unsere Handlungsmöglichkeiten hier vor Ort sind, ja, die sind begrenzt. Und das funktioniert dann oft auch nicht auf einer strukturell professionellen Ebene, sondern die brauchen dann Menschen, wo sie andocken können. Mhm. Und Uli Hoeneß ist da sicher eine Fußballpersönlichkeit, wo Spieler immer andocken konnten, der die dann auch mal an Tegernsee raus eingeladen hat, wo dann aus der Firma... Und sie einmal umarmt hat oder sagt, hey, du schaffst es und so. Also mal, es ist ja, so eine Umarmung kann ja unglaublich viel bedeuten. Ja? Klar. Mhm. Aber wenn das Ding nicht gut vorbereitet war, dann kann es halt auch nicht funktionieren. Und von dem her, glaube ich, ist es ganz, ganz schwer, wenn es dann einfach nicht funktioniert, dann noch wirklich das Kind aus dem Brunnen zu holen. Der Winner ist von vornherein mit den Spielern vernünftig arbeiten, die Familien mit einbeziehen. Die Frau muss wissen, worauf sie sich einlässt. Ja. Weil wenn ein Spieler nach Hause kommt
und jeden Tag auf eine unzufriedene und weinende Ehefrau trifft, die gar nicht in München sein will und die eigentlich gar nicht in Deutschland sein will. Das wird, irgendwann wird das porös. Oder wenn der Spieler nach Hause kommt und sagt, du, ist einfach sauer drauf. Und dann sagt die Frau, was ist da los? Sagt er, ja, wir haben 1-0 verloren. Und dann sagt er, aber trotzdem, ich habe ein Tor geschossen. Ja. Also, aber jetzt einmal, gehen wir mal ein bisschen rein. Jetzt haben wir Corona-Zeiten. Jetzt, wie ist es, wenn ein Spieler, ich meine, man hört es ja, jetzt übers Fernsehen, die blären ja jetzt, also praktisch, manche Spieler leben ja auch von dem, wenn sie irgendwie, ich sage mal, ein geiles Tor schießen, dass da der Applaus kommt und dann die Fans singen und alles, das ist ja alles weg. Leidet da die Motivation drunter bei einigen Spielern? Ob die Motivation drunter leidet, weiß ich nicht. Aber ist anders. Der Kontext verändert sich und die Wirklichkeit verändert sich. Mhm. Jedes Spiel, ich musste jetzt viele Geisterspiele anschauen in den letzten Monaten, auch in den Stadien. Das ist halt das Gefühl, als wärst du im Training. Und ganz viel visuelle Reize und mir fehlt gerade das Wort. Es ist nicht nur Atmosphäre, es ist viel mehr als Atmosphäre. Es ist so ein Wettkampfumfeld. Diese Emotion fehlt irgendwo. Es fehlt Emotion, ja. Es fehlt der Würstelgeruch, es fehlt Bier, es fehlt, Fußball ist eine Gesamtkomposition. Ja, und die Spieler schauen ja auch mal ins Publikum rein. Oder wenn sie einen Fehlpass machen, dann kommen eben Pfiffe vom Publikum. Die Unmittelbarkeit fehlt. Ja. Und ich glaube, es fehlt auch so eine Wettkampfgewohnheit. Menschen sind Gewohnheitstiere und Wettkampf, wenn ich bei Bayern München spiele, ist Wettkampf vor ausverkauftem Haus. Ja. Und immer ausverkauftem Haus. Und wenn ich dann jetzt an das Champions League Finalturnier denke, das fühlt sich halt einfach anders an. Und es hätte vielleicht da ganz anders ausgeschaut, wenn da Zuschauer dabei gewesen wären. Weil also gerade diese Atmosphäre, wenn man da in England spielen müsste oder in Spanien oder so, wo die dann richtig, die Zuschauer, also der 12. Mann dann. Also richtig, dann richtig schreien oder also auch für einen Schiedsrichter ist es ja manchmal relaxed, weil er keinen Druck kriegt. Kriegt keinen Druck, also er kann seine Dinge machen und Und die Intimität des Spielfeldes geht verloren. Mhm. Normal hörst du als Zuschauer nicht, was der Schiedsrichter mit dem Spieler spricht. Inzwischen hört man es. Oder das Coaching vom Trainer hat sich auch verändert, weil alle wissen, dass sie gehört werden. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen wertschätzender geworden. Aber also die Flucherei hört ein bisschen auf. Ja. Ja, und der Schiedsrichter hört das ja viel mehr. Ja, und die Spieler sind auch bei Beginn der Geisterspiele darauf hingewiesen worden, dass sie hörbarer sind. Mhm. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch im einen oder anderen Fall gar nicht so schlimm, wenn sich da der Stil ein bisschen verändert. Jetzt haben Sie natürlich auch in Ihrer Geschäftsführung Profis drin, ehemalige Bundesligaspieler. Aber wichtig ist natürlich auch der philosophische Ansatz. Jetzt, wenn jetzt so ein Spieler kommt, der links, rechts schießen kann, der schnell ist, ist ja alles wichtig, der gut dribbeln kann, ein Fußballer muss ja jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, ein Wahnsinns-IQ haben, ja. Gibt es auch welche, ja. Aber sagen wir mal, es braucht ja dann eine Spielgestaltung. Es braucht ja, und manchmal, wenn wir jetzt bei den Spielern aus dem Ausland bleiben, dann sprechen die nicht so richtig die Sprache, werden vielleicht auch von der Mannschaft sicherlich gut aufgenommen, aber irgendwie ist er doch ein Lohr, irgendwie, der Spieler, ja. Jetzt, wie wichtig ist denn so, dass Sie den Spieler auch vorbereiten, was ihm da alles, sagen wir mal, passieren kann. Bleiben wir mal bei der zweiten Liga, ja, das ist eine Kampfesliga, ja. Also da geht's ja, also die kämpfen ja manchmal schlimmer wie in der ersten Liga, ja. Ja, immer. Ja. Immer. Also ist, wie muss man sich das vorstellen? Jetzt haben Sie einen Spieler, wo Sie sagen, den biete ich jetzt an. Das ist ja auch dann, in dem Moment wird ja der Spieler zur Ware. Ja, absolut. Das ist eine Ware. Eine gute Ware, Sie wissen ganz genau. Und das ist ja auch fair, dass Sie sagen, Moment einmal, ich habe den entdeckt, ich habe den aufgebaut, jetzt ist er so weit, dass ich ihn jetzt, bleiben wir mal dabei, ich biete den jetzt, sagen wir mal, Gladbach an. Ja? Weil die jetzt, sagen wir mal, in der Verteidigung oder wo auch immer ein Problem haben. Ja? Jetzt,
muss ja der Spieler vorbereitet sein, was ihn da erwartet. Absolut. Ist jetzt Nordrhein-Westfalen, also der kennt die Mentalität nicht, etc. Dann lebt er vielleicht, kriegt er ein schönes Apartment, aber er lebt da lower erstmal und so weiter. Wie muss man sich das vorstellen? Wie bereiten Sie den Spieler vor? Und vor allen Dingen, wie checken Sie den auch, dass man eben, der scheitert ja auch mal. Also ja, Spieler scheitern ja auch mal, ja, wo man einfach sagt, oder er verschießt einen Elfer. Also ist ja Katastrophe. Ja. Also sagen wir, nur ganz kurz. Ja? Katastrophe ja, aber ganz kurze Katastrophe. Ja, kurze. Aber dennoch, es ist eine Katastrophe. So, speziell kommt nur auf den Spielstand drauf an, ja, oder auf den Tabellenplatz oder so. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie bereiten Sie den jetzt vor oder wie checken Sie den Spieler? Also sagen, Fußballer spielen kann er, schnell ist er, läuft 34 km/h, machen wir sogar 35 km/h. Aber er weiß auch nicht, wie tickt jetzt so die deutsche Bundesliga. Ja? Gut, das Schöne am Fußball ist, dass ganz viele verschiedene Menschentypen zusammenwirken. Mhm. Da gibt es den intellektuell bedächtigen Innenverteidiger, der vielleicht auch ein Einser-Abitur hat, die gibt es wirklich. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch den vielleicht ein bisschen einfach strukturierteren Spieler, der stark aus dem Impuls raus und aus der Intuition raus agiert. Und die muss man verschieden vorbereiten. Mhm. Ein Spieler, der sehr differenziert ist, der sehr nachdenklich ist, der braucht viele Informationen, braucht eine Zeit, dass die dann auch mal... Der kommt aber immer wieder auf Sie zu, oder? Das ist ein Dialoggeschehen. Mhm. Wer braucht, spricht. Mhm. Also das ist auch nicht so, okay, dass wir Sprechstunden haben. Aber der hat Ihre Handynummer, der kann anrufen. Ja, ja. Tag und Nacht quasi. Also. Ja, je später am Abend, umso wichtiger muss es sein. Ja. Also alles nach 22 Uhr braucht einen guten Grund, weil sonst naja, wird die Frau irgendwann sauer. Den gibt es ja mal. Dass einfach mal sagt, da, ich kann nicht mehr, ich will zurück, ich will aufhören, das gibt es ja alles. Ja? Das gibt es alles. Aber diese Vorbereitung hängt vom Spieler ab und hängt vom Projekt ab. Mhm. Wenn jetzt ein Spieler das erste Mal den Schritt in eine Profimannschaft macht, dann wäre Gladbach wahrscheinlich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen der richtige Club, weil das natürlich ein sehr großer Schritt ist. Mhm. Ich finde es immer gut, Spieler Schritt für Schritt und erstmal einen Teil des Fußballs verstehen lernen, verstehen, wie eine Fußballmannschaft funktioniert. Das ist wie eine Familie, das ist auch wie ein Wolfsrudel. Das hat eigene soziale Gesetze, die man lernen muss, die auch nicht mit dem Jugendfußball vergleichbar sind. Mhm. Und Spielern versuche ich es immer zu erklären wie ein Videospiel. Das hat Level. Und ich muss jedes Level zu Ende spielen, dass ich für das nächste Level auch reinkomme. Und am Ende des Tages entscheidet sich dann, ob es dem Spieler gelingt, seine Qualität in den Dienst des Erfolgs der Mannschaft zu stellen. Und wenn das gelingt, sind alle zufrieden. Und dann ist es ein super Spieler, ein super Verein und auch ein super Berater. Wenn das nicht gelingt, ist der Fußball schon auch genauso eindimensional, dann ist das ein schlechter Spieler, der Berater hat einen totalen Schmarrn gemacht und der Spieler sagt, ja, der Trainer ist auch noch schuld. Also und wenn wir eine Aufgabe haben als Berater, ist es so, diese Eindimensionalität der Wirklichkeit immer wieder aufzudifferenzieren und zu sagen, na, jetzt Club, so einfach ist es nicht und Spieler, vielleicht solltest du dich nicht zweimal in der Woche in der Stadt aus der Disco rauskommen, fotografieren lassen, weil das kommt blöd. Aber es ist immer ein differenziertes Geschehen und wir können da Moderator und manchmal auch Übersetzer sein. Jetzt gibt es ja die Spieler, die Talente. Als erstes kommen die zum Bundesligaverein, zweite oder erste Liga. Dann sitzen sie erstmal auf der Ersatzbank. Manchmal, ja. Das ist ja auch unangenehm für einen Spieler, weil der will immer spielen. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch der Spielerberater eine wichtige Aufgabe hat. Neben dem Trainer, der muss den ja warm halten, weil... Müsste, ja. Müsste, aber machen einige nicht. Glaub nicht, dass es alle machen. Ja? Das ist wieder situativ. Ein junger Spieler, der jetzt anklopft, für den ist es auch klar, dass er mal warten muss. Viel dramatischer ist es, wenn ein Spieler aus seiner eigenen Überzeugung raus sagt, ich bin hier der totale Stammspieler und ich könnte der Mannschaft super helfen und der Trainer mockt den heute nicht oder findet den nicht gut. Und
das letzte Wort hat völlig zu Recht immer der Trainer und diese völlig rechtfertigungsfreie Auswahl, zu sagen, du spielst nicht. Mhm. Da ist es, finde ich, schwer. Mhm. Einem jungen Spieler zu sagen, okay, jetzt lauf an, jetzt mach Druck, jetzt biete dich an. Und wenn du alle davon überzeugt hast, dass du so ein Spiel gewinnen kannst, dann lassen die dich schon spielen. Mhm. Das ist viel einfacher als einem Spieler, der jetzt 150 Bundesligaspiele hat und Stammspieler in seiner Mannschaft war und dann kommt ein neuer Trainer. Mhm. Der rettet vielleicht auch gar nicht mit ihm und setzt ihn auf die Bank. Mhm. Und das ist mühsam. Jetzt gibt es ja auch noch, also wir wollen ja mal das ganze Fußballfeld ein bisschen beleuchten, jetzt gibt es natürlich auch für uns Zuschauer, wenn ein Spieler ausgewechselt wird, dann schaut man ja in die Gesichter des Spielers. Ja? Da merkst du genau, okay, der ist jetzt einfach ausgewechselt worden, weil er ein Tor geschossen hat oder weil er eine gelbe Karte hat, weil er gefährdet ist, dass er die rote kriegt. Aber manche sind ja richtig stinksauer. Ja, ja, weil es halt schlecht waren. Ja, weil es schlecht waren. Und der Trainer ist dann auch sauer und klatscht den nur so ein bisschen nebenbei. Wie wichtig ist denn das, dass der Trainer so einmal den Spieler nochmal doch so umarmt oder eben einfach ein gutes Wort sagt und sagt? Nein, ich glaube, im Lehrbuch würde man jetzt reinschreiben, das muss so sein. Ja. Aber wir sind alle Menschen. Und das ist der Trainer dann auch sauer, oder? Ja. Und vielleicht nicht nur sauer, sondern auch enttäuscht. Mhm. Und ich kenne keinen Spieler, der gern schlecht spielt. Mhm. Und manchmal ist es auch eine Deutungsgeschichte zu sagen, habe ich jetzt wirklich und war jetzt gut oder schlecht oder nicht. Und manchmal misslingt einfach was. Und dieses Misslingen ist Teil von dem Beruf. Und das muss der Trainer aushalten, das muss der Spieler aushalten und das müssen auch die Fans aushalten. Und der Präsident auch des Clubs muss auch aushalten. Je nach Präsident muss es der auch aushalten. Ja, aber jetzt bleiben wir mal dabei. Jetzt gibt es ja die Abstiegszone für Clubs. Ja? Ja. Also bleiben wir mal bei Haching kurz. Also Haching war, die waren immer in der ersten Halbzeit quasi einer Saison, waren die immer gut. Und plötzlich, jetzt haben sie mal wieder gewonnen. Aber das ist ja schon auch dann gefährlich und es gibt ja dann auch wieder neues Druckverhalten auf alles. Auf den Verein, auf den Trainer, auf die Mannschaft, auf die Spieler und so weiter. Ja, ja, die Tabelle ist immer die Zusammenfassung der Wirklichkeit, die von außen bewertbar ist. Und das macht es einerseits so einfach, Ruhe reinzukriegen. Platz 10 aufwärts hast du in Haching und bei den Löwen und bei Bayern. Ja, bei Bayern hast du bei Platz 10 gar keine Ruhe. Ja. Aber wenn der Tabellenplatz stimmt, dann wird Fußball vereinfacht und dann passt schon. Ja. Zu verstehen, dass jetzt ein Drittligist wie Unterhaching, der ganz viele Entwicklungsherausforderungen die letzten Jahre toll gemeistert hat, die sich als Verein neu erfunden haben, die wirklich ein eigenes Spiel, einen eigenen Spielstil in der dritten Liga etabliert haben und den sehr, sehr mutig durchgesetzt haben, die mit Manfred Schwabel und Klaus Schromm immer wieder auch die Nachwuchsförderung in Vordergrund setzen. Manfred Schwabel, der in der dritten Liga wirklich auch als Politiker inzwischen unterwegs ist und die wirtschaftliche Stärkung der dritten Liga vorantreibt. Da sind viele Dinge ganz gut vorangebracht worden. Und jetzt geht es einfach darum, den nächsten Schritt sportlich zu gehen. Ja, jetzt wie wichtig ist denn die Disziplin? Disziplin ist einfach Lebensstruktur. Und die ist in jedem Bereich, wo du erfolgreich sein willst, gleich wichtig. Ja. Im Fußball wird es oft verkürzt auf nicht so viel trinken, nicht so viel feiern. Aber das ist ja nur der Anfang. Am Ende muss heute ein Spieler, der auf hohem Niveau in der Bundesliga Fußball spielen will, sein eigener Manager sein, sein eigener Trainingsmanager, der sich selber noch zusätzlich fortbildet, der sich um ganz viele Themen wie Regeneration, Ernährung auch proaktiv kümmert und nicht nur wartet, was der Club ihm jetzt gerade anbietet. Und daraus ergibt sich eine Lebensstruktur, die würde man wahrscheinlich als Disziplin bezeichnen. So, was sich jetzt vor 30 Jahren der Werner Lorand unter Disziplin vorgestellt hat. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Da haben wir es viel zu sehr mit Erwachsenen und auch reifen Charakteren zu tun, die auch wissen wollen, was sie jetzt tun sollen. Ja, und vor allen Dingen, der Trainer merkt es, es gibt ja die ganzen Laktosetests, man merkt, ob der irgendwie geschwanzt hat, also mit Disziplin, also mit Konditionstraining etc. Ist ja ganz wichtig. Ja.
Und am Ende, und das ist wahrscheinlich einer der Dinge, warum Fußball trotzdem nach wie vor für Zuschauer so attraktiv ist, es ist nicht berechenbar. Hm. Wir haben Clubs entwickeln Spezifikationen. Red Bull hat jahrelang nur auf schnelle Spieler und da ist das ganze Training mit ganz viel Wissenschaft untermauert, möglichst viele kurze, schnelle Sprints. Die verlieren genauso ein Spiel wie Bayern München, die jetzt aus einem kompletten Ballbesitzfußball raus agieren. Und jetzt haben sie erst wieder 1-1 gegen Bremen gespielt, die definitiv schlechter waren. Und dieses nicht berechnen können und die Nichtgültigkeit manchmal von Laktattests, von der ganzen Leistungsdiagnostik, weil am Schluss doch 11 Menschen einfach in einer isolierten Situation aufeinandertreffen und in 90 Minuten ausmachen, wer heute in der Situation der Bessere ist. Das macht, finde ich, Fußball so attraktiv. Ja, und der Pep Guardiola hat ja, sagen wir mal, dieses Ballbesitzen, das hat er so eingeführt und er hat also damals gesagt zu den Spielern, ich will von euch nur zwei Dinge sehen. Erstens, dass wir immer den Ball haben und zweitens, dass wir immer gewinnen. Ja. Aber es geht halt auch nicht immer. Ja. Aber jetzt sagen wir bei Bayern, bleiben wir mal bei Bayern, ist es schon irgendwie fast unheimlich. Ja. Also da kommt plötzlich ein Mann aus der zweiten Reihe, Hansi Flick, ja, der so bescheiden ist, der wirklich auch Sympathieträger ist, kommt der von hinten plötzlich raus und hat auch gar nicht irgendwie große Forderungen gestellt und jetzt irgendwie fast 50 Mal hintereinander gewonnen. Das ist ja fast wirklich unheimlich. Manchmal funktioniert Wirksamkeit halt nicht über Lautstärke, sondern über Sein. Mhm. Und ich glaube, dass da Hansi Flick in der Situation, in die er bei Bayern gekommen ist, einfach die richtigen Schlüsse für sich gezogen hat und sich als ganz, ganz gute Führungskraft präsentiert. Und er hat natürlich auch irgendwie klar gesagt, meine Kompetenz ist, ich bin der Trainer. Von Herrn Salihamidžić hört man momentan wenig. Ich denke, dass die intern natürlich gut kommunizieren, aber es schadet ja auch nicht. Also wenn ich jede Woche wahrscheinlich der Redeverbot momentan. Ich bin im dritten Stock bei Bayern München jetzt nicht so oft, dass ich da die Maus spielen kann. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr angenehm im Moment. Ja. Und dass nur einer spricht. Also für und man sieht auch der Mannschaft, dass es einfach gut macht und dass er auch eine Stabilität gekriegt hat. Mhm. Und das kann man, denke ich, schon auf das Führungsverhalten von Hansi Flick zurückführen. Und das ist gut. Jetzt, wenn man also diese beeindruckende Liste anschaut von den Spielern, die sie vermarkten, die sie betreuen, dann sind ja auch quasi viele Amateure, die plötzlich doch nach oben kamen. Wie ist denn so die Gewinnquote bei Ihnen im Unternehmen? Die müssen ja irgendwie doch immer wieder, Stars ist vielleicht das verkehrte Wort, aber die müssen ja immer Spieler für die erste und zweite Liga durchbringen. Ja, das klingt natürlich stark danach, dass wir da die wichtigen Protagonisten sind. Wir sind die Begleiter. Mhm. Und nachdem ich nie in meinem Leben Fußball gespielt habe, ist es auch ausgeschlossen, das ist, dass ich das... So, ja, es ist ganz gut so. Das ist für alle Beteiligten ist das gut, dass ich nicht Fußball spiele. Weil Sie sind eher so der Philosoph, der Mensch, der Menschen motivieren kann, der aber auch mal Kritik üben kann. Ist ja auch wichtig, dass man mal... Man sagt nicht Kritik aus Neid, sondern man sagt einfach, dass man den anderen besser macht. Und wenn es professionell basierend ist, dann kommt es ja auch an. Absolut. Ja. Dieses Durchbringen... Ich sehe den Prozess so ein bisschen weiter. Mhm. Am Ende ist das Ziel, neben unseren wirtschaftlichen Zielen, die wir natürlich verfolgen, dass wir gute Wege mit unseren Spielern haben. Und da gibt es Wege, die in die Bundesliga führen. Mhm. Da gibt es Wege, die in die zweite Liga führen. Da gibt es aber auch Spieler, die irgendwann merken, dass es so weit sie eigentlich wollen, nicht reicht. Da müssen sie ihnen auch die Wahrheit sagen. Ja. Einfach, du schaffst es nicht oder so. Auch. Ja. Aber auch eine andere Lösung anbieten. Weil nur zu sagen, du schaffst es nicht, das wäre jetzt nicht unser Anspruch. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir inzwischen, ich mache es jetzt doch schon ein paar Jahre, ganz viele Spieler, mit denen wir früher gearbeitet haben, die heute in Positionen in Unternehmen sind, die selber im Fußball wieder tätig sind oder in der Wirtschaft tätig sind. Und so entsteht für uns auch ein Netzwerk von Menschen,
auf das wir wieder zurückgreifen können. Mhm. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir einen Spieler in die Bundesliga begleiten dürfen. Und das ist auch Unternehmensziel. Mhm. Aber genauso ist es das Ziel, dass wir in den Regionen, wo wir tätig sind, im regionalen Fußball vorhanden sind, dass wir auch, ob das jetzt hier in München mit Buchbach oder mit Garching oder mit Ismaning, wenn die was brauchen, dass wir da ansprechbar sind, auch wenn wir da jetzt nicht unbedingt die großen Deckungsbeiträge erzielen. Und manchmal kann schöner Erfolg auch sein, dass jemand auf dem Weg sagt, an der Stelle mache ich jetzt Schluss und wir finden mit dem einen anderen Weg. Ich habe letztes Jahr ganz spannend einen jungen Spieler aus einem NLZ, der kam irgendwann, sagt... Was heißt NLZ? Oh, NLZ heißt Nachwuchsleistungszentrum, also die Jugendabteilung von dem Profiverein. Der sagt, du, wenn ich ehrlich bin, ich schaff's nicht, aber gibt's nicht irgendeine Idee, dass ich studieren kann? Und mit dem haben wir eine... In Richtung Fußball, oder wie? In Richtung Fußball, und der studiert jetzt auf Hawaii mit einem Fußballstipendium mit 322 Sonnentagen im Jahr. Sportmanagement, spielt für die Universitätsmannschaft, für die er weit überqualifiziert ist, Fußball, und hat einen unfassbaren Schritt in seiner Biografie gemacht, kommt am Schluss mit 4 Jahren Hawaii-Erfahrung zurück. Und kommt dann zurück wieder und bereichert den deutschen Fußball. Ja, ob als Funktionär oder als Trainer. Ja. Aber ich glaube, dass diese Geschichten genauso schön sind und genauso erfolgreich sind, wie jetzt unsere Topspieler, die natürlich, die uns sehr, sehr stolz machen und die auch natürlich einen beeindruckenden Weg gegangen sind. Jetzt lassen Sie uns mal so ein bisschen mit dem aufräumen, dass man sagt, ja, die Spielerberater sind alle so geil, sind also einfach. Im Grunde hat ja so ein Fußballprofi maximal 9 Jahre Zeit, in dem er wirklich sein Geld verdienen kann. Ja? Wenn er nicht vorher dummerweise mit dem Sprunggelenk umkippt oder irgend sowas oder eben einfach eine schwere Verletzung hat. Jetzt ist es ja auch Ihr Geschäft, dass Sie sagen, gewisse Top-Spieler müssen auch top verdienen. Man hat das Gefühl gehabt, in Corona-Zeiten würde das jetzt runtergehen, aber dem ist ja nicht so. Also Top-Spieler kriegen nach wie vor hohe Ablösesummen zustande, verdienen mega Gehalt. Also da kommt man nicht raus, weil... Ich bin jetzt natürlich ein Amateur in der Richtung, aber ich habe zum Beispiel gelesen, dass in England manchmal 3-mal so hohe Gehälter bezahlt werden wie in der deutschen Bundesliga, wenn der richtige Spieler passt. Ja? Absolut. Ja? Sagen Sie doch da mal bitte was dazu. Warum muss jetzt einfach ein Top-Spieler auch so viel Geld? Ich meine, der steht bei Wind und Wetter jeden Samstag oder Sonntag am Feld. Er hat 1 Millionen Publikum, er ist in der Öffentlichkeit, er ist, das ist mal das eine. Aber schlussendlich bereichert er ja auch Millionen von Menschen. Ja? Das haben wir jetzt kürzlich gesehen, also wie Madonna da jetzt wirklich gefeiert wurde von allen Vereinen weltweit mit einer Schweigeminute. Das bleibt schon, Fußball ist irgendwie, es geht in die Seele rein und ins Herz. Sagen Sie doch mal was zu diesen Summen ein bisschen. Also ich glaube, es sind 2 Ebenen. Das eine ist die Relevanz von Fußball, wie wir jetzt mit Maradona oder wie wir auch... Ronaldo oder Lewandowski. Ja, auch wenn Dortmund Meister wird, wie dieses ganze Ruhrgebiet plötzlich gelb-schwarz wird, das ist Relevanz. Ja. Und Relevanz ist ein Marketingthema, das jede Firma haben möchte. Aber das ist in meinen Augen nicht der Grund für hohe Gehälter. Alle Fußballvereine sind Firmen. Und als Firma entscheide ich, wie viel investiere ich, um ein Unternehmensziel zu erreichen. Und wenn ich für die unternehmerische Entscheidung, ich brauche einen Stürmer und es gibt auf dem Markt 3 und ich habe 5 Konkurrenten, dann ist es nichts anderes, ob ich eine Druckmaschine kaufe, einen Airbus oder einen Lewandowski. Und dann gibt es Aufsichtsgremien, die durchrechnen müssen, ob dieses wirtschaftliche Engagement funktioniert. Und im Ausland, in Deutschland ganz selten, im Ausland werden auch manchmal Liebhaberpreise bezahlt. Da gibt es einen Clubbesitzer, der einfach möchte, dass ein ganz spezieller Spieler bei ihm spielt. Und der bietet so lange, bis der porös wird. Ja, also wie so einfach
Ja, jetzt haben wir wieder an der Börse oder so. Ja, ja. Ja. Und was ich immer ein bisschen unfair finde, ist, das Ganze dann in eine moralische Determinante zu stellen und ja. zu sagen, ist das berechtigt. Keiner fragt, ob es berechtigt ist, was ein Airbus kostet. Das ist die Frage von Angebot und Nachfrage. Und wenn das Flugzeug nicht mehr gebaut wird... Und ich meine, der Verein macht ja unglaublich viel Geld, auch mit den ganzen Accessoires, mit den Trikots, mit Fernsehgelder etc. Also, das also, wissen die vorher. Ja, ja. Also die können vorher auch rechnen, wie viele Trikots verkaufe ich da und wie viel verdiene ich da. Ja. Das sind wirtschaftliche Entscheidungen, die gar nichts mit der moralischen Kategorie zu tun haben, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und gerade jetzt, Herbert Heiner weiß natürlich auch, was so ein Trikot in der Produktion kostet und was dann im Verein kostet. Lassen Sie uns noch mal zum Schluss zu Schalke kommen. Schalke hat ja momentan, da ist wirklich Chaos. Irgendwo tut einem das schon leid. Aber liegt es auch daran, dass die keine ehemaligen Fußballprofis irgendwie im Management haben? Also die These, dass ehemalige Fußballprofis Management-Erfolg garantieren, die finde ich gewagt. Okay. Da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Ja, genau, okay. Ich glaube, Schalke... Aber zum Beispiel der Hövedes, das wäre schon einer. Ehemaliger Schalker-Spieler. Ich weiß nicht, ob ich es ihm raten würde im Moment. Nein, der will auch nicht. Aber, das aber, spricht aber, er ist aber im, auch für ihn. Er ist im Gespräch. Ja, ja. Ich komme wieder mit meinem Unternehmensvergleich. Wir sind ja in der Wirtschaftssendung. Wenn ein Unternehmen über viele Jahre viele schlechte Entscheidungen getroffen hat, sich in der Liquidität verschlechtert hat, sich im gesamten Unternehmensvermögen dann verschlechtert kommt die hat, zum Schluss raus. Irgendwann passiert dann irgendwas, ja. Das das Ding zum Kollabieren bringt. Und ob Schalke jetzt da nochmal einen Turnaround in der Saison schafft oder was ein Abstieg in die zweite Liga für das Unternehmen Schalke 04 bedeuten würde. Auch für die Region, also die haben natürlich wahnsinnige Fans. Das ist ja, und ich fürchte auch, dass es da den einen oder anderen Club in der Umgebung gibt, der da vielleicht dann auch zumindest die Fanbases ein bisschen schadenfroh rüberschauen. Ja, ja. Und das könnte schon zu Spannungen im Ruhrgebiet führen. Ja, ja. Aber am Ende des Tages ist das Ergebnis, was wir heute in Schalke sehen oder auf Schalke sehen, das Ergebnis von 20 Jahren, wie dieses Unternehmen geführt wurde. Und das müssen die Verantwortlichen, am Ende müssen die Verantwortlichen, die da auch die Entscheidungen getroffen haben, dafür gerade stehen und sich fragen lassen, wie es denn sein kann, dass einer der zuschauerstärksten, mitgliederstärksten, identifikationsstärksten Clubs zum Intensivpatienten geworden ist. Jetzt muss man ja nochmal zu Ihrem ehemaligen Verein kommen. Sie waren ja auch zuständig für die Talente beim TSV 1860. Genau, Sie lachen. Aber es ist schon Wahnsinn, was die 60er, was die für einen Fanbereich haben. Das ist ja unglaublich. Einmal Löwe, immer Löwe, oder? Ich glaube, dass es immer noch funktioniert, wenn du im Grünwalder Stadion das Licht anschaltest, dass 10.000 Leute kommen, auch wenn kein Spiel da ist. Und ich habe so viel Respekt vor den Löwenfans, die in einer unverbrüchlichen Treue zu diesem Club stehen. Inzwischen geht es ja mal wieder ein bisschen in ruhigere Fahrwasser. Aber Momentan. Weil die freut sich dann sofort, spricht vom Aufstieg und dann. Genau. Und im Winter kauft man dann einen Brasilianer. Genau. Nein. Und wenn es Geld nicht größer als 1,70. aber trotzdem, die Löwen, unglaublich, das sind, also, für mich die ist kann es man nicht töten, die Löwen. Nein, und für mich ist es eine großartige Fußballmarke. Für mich ist das Grünwalder Stadion wirklich eine Kultstätte, ja. von wo Fußball in der Gesellschaft stattfindet, eben nicht in irgendeiner... Das ist ja so ein Arbeiterverein, oder? Also, ja, und ich finde auch, wenn ich heute am Grünwalder Stadion am Freitagabend vorbeifahre und da ist Flutlicht, ich kriege da heute noch eine Gänsehaut, weil ich einfach diesen Fußball mitten in der Stadt... Und in Giersing. In Giersing, Giersing, Alter. Das ist wunderbar. Ja. Und
am Ende freue ich mich einfach, dass im Moment mit Michi Köllner da wirklich auch eine Ruhe reingekommen ist und eine sportliche Zielsetzung. die ist da. Ja. Aber ich glaube, die Löwen, mit denen muss man rechnen. Selbst wenn die in der vierten Liga spielen, dann, also die Fans sind immer da. Ja, und dann gehen halt 3.000 nach Buchbach, wo sie in der vierten Liga ja schon. Das war ja, das ist ja jetzt nicht, das ist ja keine Annahme, das war ja Wirklichkeit. Und ich glaube auch nach wie vor, dass der echte Münchner tendenziell eher blau ist. Also stimmt. Wenn du so in München in und der Stadt... viele, viele Frauen. Ja. Die lieben die 60er. Ja, weil sie halt ein bisschen ein Spleen für das Arme und Schwache haben. Ne? Ja, genau, für die schwachen Männer. Das sind Mutterinstinkte. Genau. Lieber Herr Nickel, vielen Dank für das wirklich doch bunte Gespräch. Und liebe Zuschauer, das war's schon wieder, diesmal mit einem seriösen Spielerberater, der eben einfach Fußballtalente nicht nur entdeckt, sondern sie weiterbringt und, wie wir wissen, auch in die erste und zweite Liga bringt und dieses Ganze weltweit von hier aus in München. Wir sehen uns wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner.